Willkommen zusammen im Zentrum auf der Plattform JMI. Heute Gast muss ich gar nicht vorstellen. Ja, vorher hast du auch einen Test gemacht in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis. Ich habe gesagt, wer ist der WAM? Und er sind tausend Geschichten gekommen. Ehrlich? Willkommen, WAM! Bist du da? Herzlichen Dank. WAM. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ja, Walter Andreas Müller. Dankeschön. Für dich, was ich wissen, Walter Andreas Müller. Bist du schon vor der Jugend her der WAM gewesen? Nein, das ist entstanden im Radio, damals, ja, wo ich Radio gemacht habe. Aber 1975, als ich zurückgekommen bin als Schauspieler von Deutschland, konnte ich im Radio Moderation und damals noch Ansagedienst machen. Ja. Und dann haben sie einen Kürzel gebraucht. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, ja, WAM, weil was will man als Kürzer? Du willst wahrscheinlich MM oder irgend so. Ja. Und ich habe WAM gemacht. Und dann irgendwann einmal bei einer Radiosendung hat Elisabeth Schnell damals, wo die grosse Doyenne damals schon war, am Radio, hat einmal im Nachtexpress gesagt, ja, in Deutschland gibt es den Wim Tölke in einer Fernsehsendung und der hat einen Hund, der heisst WUM. Also der Wim und der WUM und jetzt haben wir halt einen WAM. Ah, das ist und so ist der WAM entstanden und hat sich dann langsam etabliert, weil ich bin dann in die Situation gekommen, dass wenn mich die Leute gefragt haben, wie soll man dir jetzt sagen? Sagst du mir jetzt Walti oder Walter Andreas oder soll ich dir WAM sagen oder was? Und dann habe ich irgendwann der Bequemlichkeit halber, habe ich den Leuten gesagt, sagt einfach WAM. Und so ist der WAM dann...